Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Postfolge, Episode Peggy liest eure Post. Oh, heute eskalieren wir mal nicht so. Heute wachen wir das mal schön. Es ist ja schon Abend, ne? In der Nacht, ihr seht die funkelnden Sternchen oben droben am Himmel. Und deswegen machen wir das heute alles ein bisschen ruhiger, ein bisschen nachtmäßiger, also ein bisschen mehr. Wir fangen einfach an. Musik läuft? Läuft quasi, ja? Tiffany Greenbell schreibt, Hey Mandy, ich wollte mal fragen, da ich dich noch nicht so kenne, ob wir vielleicht befreundet sein können. Und deine Videos gucke ich mir später noch an. Okay. Ja, dann, Tiffany, dann guck dir erstmal meine Videos an, ja? Und dann weißt du auch, ob das geht mit dem befreundet sein oder nicht. Tiffany, mal so als kleiner Tipp von mir, so, ne? Ja, so unter uns. Ronja Leinfield schreibt, Hey Peggy, ich schaue deine Videos echt gern. Ich frag mal, so kannst du mir FA machen? Bin ein riesen Fan. Ich sehe. Liebe Grüße, Ronja Leinfield. Also ich kann dir nicht FA machen, weil meine FA voll ist. Also meine FL, also meine Fliste. Wisst ihr das? Kein Platz auf der Liste, denn voll ist die Fliste. Naja, egal. Katja Masterdotter, die heißt Katja Masterdotter. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Hat sie mich schon mal gefaked? Katja, hast du mich schon mal gefaked? Hast du gesagt, hey, ich bin Mandy, aber eigentlich nicht, weil scheiß Katja, aber ich hab Nachname auch Masterdotter, also bin ich bin die Schwester von Peggy, ne? Hast du noch nicht gemacht, oder? Glaube ich nicht. Auf jeden Fall hier mal ihr Brief. Hi Peggy, ich gucke sehr gerne deine Videos. Ich habe jetzt auch Star Stable. Mein Pferd heißt Rave Runner. Gab nichts anderes. Liebe Grüße, Katja. Okay, ja, es gab bestimmt was anderes, aber dann versteht sich das auch, warum die Masterdotter heißt. Also ich find's okay. Ich find's okay, dann wird das die Masterdotter Family. Nice. Ja, Katja, dann willkommen in der Welt von SSO. Es gibt nicht so viel, was du hier tun kannst. Bambi Diamond Baker schreibt, Hi, ich kenne dich jetzt schon länger auf YouTube und so XDDDDDDDDD. Ja, ich mag die Videos sehr gerne. Herzchen. Kannst du Karen Loudfield von mir grüßen? Wäre lieb. Liebe Grüße. Ich hoffe, du hörst. Hört. Ich denke, das heißt hörst. Hörst nie auf. Nein, also lieber Bambi, ich höre nie auf und liebe Grüße auch von mir an Karen Loudfield. Und damit weg damit. Man kann leider immer nicht so, also ich weiß nicht, wie Kati das macht. Die kopiert immer irgendwelche Antwortdinger hier rein. Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Bei mir funktioniert das nicht. Aber egal, ihr wisst ja, wo ihr die Briefe finden könnt, und zwar in den Postfolgen. Siri Westberg schreibt, dein neues Video ist voll cool gewesen. Freut mich, dass es gedreht hast. Kannst du eventuell mit auf die Party kommen? Freitag um 9 bei Steve Transporter. Okay, was für eine Party? Zu Party? Zu Party. Ja, zu Party gehe ich natürlich, Siri. Klar, am Freitag um 9 beim Transporter. Da ist die Party. Und die Party geht ab. Daphne Greydawn schreibt, Peggy, darf ich bitte in deinen Club? Ich tue alles, was du willst. Bitte. Ich habe diesen Account erstellt, um bei dir zu sein. Eigentlich bin ich auf Server 4 und heiße Nina Greyroad. Aber bitte. I hate you so sehr. Bitte, bitte. Daphne. Erstens ist der Club voll. Tut mir leid. Und zweitens ist es eigentlich schon ein bisschen schade, wenn dann solche Zweitaccounts in den Club kommen. Findest du nicht auch? Also normalerweise hätte ich gern schon Hauptaccounts im Club und nicht irgendwelche Zweitaccounts, die alle 4 Wochen mal online gehen. Man kann es halt leider nicht überprüfen, aber also Zweitaccounts sind mir eigentlich schon eher ungern im Club, muss ich ganz ehrlich mal sagen. Dann geht's weiter mit Paulina Shortgreen. Hey, hier ist Paulina. Ich wollte fragen, wann du das Video mit dem Jump hochlädst. Ich würde mich auf eine Antwort freuen. Viele liebe Grüße, deine Paulina. Paulina, ich weiß jetzt nicht genau, welches Jump du meinst. Ich habe jetzt ja schon öfter Videos mit Championaten hochgeladen.
keine Ahnung, ob du das eine Championat meinst oder das andere oder nochmal ein ganz anderes. Es gibt so viele Championate in SSO. Aber ja, normalerweise, wenn ich Championate aufnehme, dann lade ich die auch irgendwann hoch. Ja. Yep. Danke, Pauline. Das sind schon relativ viele interessante Posts eigentlich hier, das ich gut beantworten kann. Mal ein bisschen was anderes. Wie alt bist du in echt? Schreibt mir Softborn. Das glaube ich, habe ich auch schon oft beantwortet. Ansonsten guck doch bitte mal in meine Kanalinfo. Da steht das alles drin. Ich beantworte sowas einfach jetzt nicht mehr. Oder? Beantworte ich es noch? Na, ich weiß nicht. Esmeralda Northwater schreibt. Hi. Kann ich in deinen Club bitte? Ich bin so ein Fan von dir. Durch dich habe ich mit SSO angefangen. Du bist der größte Held auf der ganzen Welt. Jeder liebt dich. Na also, erstens mal danke. Zweitens stimmt das nicht. Aber es ist sehr lieb von dir. Und du kannst schon in den Club, aber momentan ist er leider voll, Esmeralda. Es tut mir leider sehr leid. Aber da geht ja immer mal wieder jemand raus und so. Also wird da bestimmt auch mal wieder ein Platz frei. Aber wir haben so eine kleine Warteliste so von... Weil es sind halt so ein paar Leute drauf, wo man sagt, ah, ich kenne die schon länger und so. Die kann dann in den Club. Also so ein bisschen Warteliste haben wir schon. Viele liebe Grüße von Esmeralda, Northwater und Goldfield. Dann, Dankeschön, Esmeralda. Ich sehe, da kommt noch ein Fan von, noch ein Brief von dir. Den lese ich auch gleich nochmal. Da bin ich gespannt, was da drin steht. Vielleicht nochmal dasselbe. Bitte schreib mir zurück. Ich würde mich auf eine Antwort freuen. Dann schreibe ich mal, hey, Esmeralda, der Club ist leider momentan voll. Aber vielen Dank für die lieben Worte. Smiley Face. So. Weiter geht's. Isabel Disco Child. Geiler Name eigentlich. Das hätte ich mich auch mal nennen sollen. Mandy Disco Child. Oder so. Hey Peggy, ich wollte dir einfach mal sagen, wie toll ich deine Videos finde. Deiner Isabella Disco Child. Also erstens mal danke. Aber heißt deiner jetzt, dass es ein Typ ist? Oder dass es sich verschrieben hat? Also ich finde beides okay. Aber es ist interessant. Hm. Naja, wir werden es nicht rausfinden, es sei denn, Deiner schreibt mal was. Rafa schreibt, Piggy und die 50 Shades of Grey Herde. Das bin ich ja gespannt, was dabei rumkommt. Ich habe da schon mal, also ich lese die alle, damit ich weiß, was Spam ist und so, deswegen sortiere ich die alle aus. Der Brief ist ein Beweis, dass Piggy Erhade, also RH, also Reitherde, nein, Reiterhof, ich habe keine Ahnung, was das heißt, und Herde spielt und das ohne Scheiß. Zuerst mal eine Frage. Ich hoffe, es ist okay. Ich habe gehört, du spielst gerne Herde für... Nein, also erstens heißt das nicht Herde mit 50 Shades of Grey, sondern es heißt 50 Shades of Grey Herde. Piggy, ich bin dein größter Fan. Spielen wir mal RH oder Herde? Nein, wie du schon gesagt hast, spiele ich nur 50 Shades of Grey Herde mit ausgewählten Persönlichkeiten. Ich liebe auch deine Legende der Sternpferde. Ja, den Witz hatten wir schon mal. Merkt euch, Leute, am besten hier und heute. Herde muss für Piggy mega Hammer sein, sonst geht er sofort offline. Ah, es ist schon Reim. Okay, alles klar. Und sagt ihm auch gerne hey, aber stört ihn keineswegs bei Herde mit 50 Shades of Grey. Okay, gut, gut. Soweit ganz gut, ja. Zum Abschluss noch ein kleiner Tipp. Wollt ihr Piggy nerven, dann schreibt ihm Post mit Rechtschreibtick. Oder mit freundlichen Grüßen. Dafür wird er euch zwar hassen, aber das ist jedem selbst überlassen. Piggy, ich nehme dich nur auf den Arm. Du bist toll und ich hab dich gern. In Klammer meistens. Was? Du Unterhosen-Cowboy. Mit freundlichen Grüßen. Ja toll. Jetzt bin ich aber angepisst, weil sie mit freundlichen Grüßen geschrieben hat. Mann ey. Nein, Quatsch. Also, ich bin nie genervt, Leute. Hört nicht auf das, was sie sagt. Ihr könnt mich nicht nerven. Nein, Raffi, danke schön, das war sehr lustig. Das hat bei mir mehr davon, bitte. Ja, ja. Kann man machen. Aber ich spiele nie Herde. Das wurde ich sehr oft gefragt. Ich werde tatsächlich öfter gefragt, Peggy, spielst du eigentlich mal Herde oder eher Wildpferde oder was weiß ich was? Nein, spiele ich nie. Habe ich nie, werde ich nie. Ich weiß, was das ist, aber nein. Ist einfach, macht mir einfach keinen Spaß. Tut mir sehr leid.
Und 50 Shades of Grey hätte deswegen, das ist so ein bisschen so ein Insider-Running-Gag, weil die mal alle Herde mit Real Love spielen und so. Und dann hat sich das irgendwann etabliert. Egal. Aneshka Masteryard schreibt: Hi Peggy Mandy, ich bin so froh, dass ich dir Post schreiben kann, weil ich dein größter Fan bin. Also wenn ich das nicht wäre, dann würde ich jetzt keine Post schreiben. Ja, da ist was dran, da ist was dran, Aneshka. Ich mag dich sehr und deine Videos sind total lustig. Jedes Mal muss ich lachen. Liebe Grüße, Aneshka Masteryard. Aneshka, vielen lieben Dank. Das ist ein liebes Kompliment. Ich glaube, da ist auch sogar noch ein Brief von dir drin, oder? Nö, nur der. Ja, dann danke ich dir vielmals für den Brief. Liebe Aneshka, das freut mich. Dann gucken wir mal, wie es hier weitergeht. Chiara Bunny Road, die Chiara, die läuft mir öfter mal über den Weg. Hi Peggy, ich finde dich und deine Projekte richtig cool. Ich wollte dich mal fragen, ob du vielleicht irgendwann, muss nicht, bist nicht gezwungen, dich mal mit mir treffen willst zum Fotoshooting. Ja, also ich glaube, Chiara hatte jetzt ja schon voll oft die Möglichkeit, Fotoshootings zu machen. Ich würde mich freuen, wenn du mal antwortest und eine Folge antwortest oder whatever. Ja, mache ich. Sie hat noch ein paar Fragen. Wechselst du den Server ab und an? Nein. Also mit dem Account hier, mit Mandy Masterdotter, wechsle ich nie. Mandy Scheidotter wechsle ich schon mal hin und her. 2. Hab dich heute wieder mal getroffen. Sag mal, bist du sowas wie ein Stalker? Dich trifft man überall. Okay, dann bist eher du der Stalker, wenn du mich überall triffst. Ich hänge meistens an denselben Stellen rum. Gut, das machen Stalker auch, oder? Nee. Nicht Stalker, stalken hinterher. Du bist der Stalker, Chiara. Du Stalker. Wie findest du Leute, die dich nachmachen? Also die so einen ähnlichen Account erstellen wie du, zum Beispiel Mandy Dragon Daughter oder so, und dann sagen, dass sie du sind und gerade aufnehmen und so. Ich persönlich finde es einfach nur traurig. Ist mir ehrlich gesagt noch nie passiert oder habe ich nie gesehen. Ich scheine für solche Leute einfach nicht interessant zu sein, und selbst wenn, finde ich es auch nicht schlimm, weil jeder kennt meine Accounts. Ich habe die beiden hier, ich habe Mandy Master Daughter und Mandy Scheidotter, und das weiß eigentlich jeder, weil ich mit denen aufnehme. Und jeder, der mich kennt, der sollte eigentlich auch wissen, dass ich die habe. Und sonst keinen Account, also kann ich das andere gar nicht sein. Und ich finde, um sowas wird viel zu viel Trubel und Aufrieb und Action gemacht. Wenn sich jemand für mich ausgibt, ist mir das eigentlich ziemlich egal, weil normal sollte das jeder wissen, dass das nicht stimmt. Und wenn die Leute mich auch nicht kennen, dann ist es ja eh uninteressant für die. Also ich finde das, ich finde es eher lächerlich, sich darüber aufzuregen, weil, mein Gott, es ist halt so. Ich kann niemandem vorschreiben, wie er sich nennt und was er für Sachen erzählen. Ist doch vollkommen egal, oder? Und wenn man so viel darüber redet, dann gibt man denen halt auch noch Aufmerksamkeit, und das ist ja genau das, was sie wollen. Also lieber drüber lachen und, hey, mir ist es echt egal, ja, weil ihr wisst doch, dass es nicht ich bin. Also es ist doch wurscht, oder? Es ist doch vollkommen wurscht. 4. Gehst du auch manchmal in SSO an, wenn du nicht aufnimmst? Ja, manchmal mache ich das auch. Wenn ich zum Beispiel irgendwie Bock habe, mal zu leveln oder keine Ahnung. Oder nur mal schaue, ob noch Platz im Postkasten ist. Ein bisschen die Spam-Mails löschen oder sowas. Das mache ich schon. Aber eher selten. Also meistens gehe ich, wenn dann nur ganz kurz. Oder halt irgendwie dann nur mal halt so zum Pferdleveln, wenn ich gerade Bock habe und nebenbei einen Film schaue oder sowas, dann mache ich das schon ab und zu. Aber sonst eigentlich nicht. Sonst nehme ich meistens schon auf, wenn ich online bin. Manchmal ist es auch so, wenn ich halt gerade Zeit und Bock habe und ich habe gerade aufgenommen, dann bleibe ich halt noch ein bisschen online und unterhalte mich halt noch mit Zuschauern und so. Und dann können die halt noch Fotos machen und solche Dinge. Und das ist meistens auch immer ganz lustig. 5. Kannst du Julianne Snowball und Alicia Snowdaughter und Sandy Skyberg von mir grüßen? Das kann ich schon. Mandy wird sich das bestimmt nicht angucken, aber okay. Trotzdem können wir Grüße an sie raushauen und an die anderen natürlich auch. So, das war's. Runterscrollen. Okay, ich guck mal. Machst mega gute Videos. Hashtag Schleim. Dankeschön, liebe Chiara. Das ist sehr lieb von dir. Cool, und die Fragen haben wir auch schon beantwortet. War ja ein bisschen was Brauchbares dabei, oder? Dankeschön, Chiara, für den Brief. So, dann geht's mal hier gleich weiter. Haben wir noch ein bisschen was vor uns. Wird wieder eine lange Folge heute. Also, nehmt euch ein bisschen Zeit. Machst du mal ein Fantreffen auf Server 2 von Odette Greenpie? Ja, mache ich. Mache ich auf jeden Fall. Dann schreibt Odette noch einen Brief. Hey Peggy, wollte nur sagen, dass deine Videos richtig cool sind und fragen, ob ich in den Club darf. Dankeschön, und der Club ist halt momentan voll, haben wir jetzt ja schon
gesagt, liebe Odette. Doris Mountainstone schreibt, hey Peggy, ich finde deine Videos mega cool, weiter so. Ich schaue mir deine Happy Wheels Videos, Peggy Wheels, regelmäßig an und krieg jedes Mal einen mega Lachflash XD. Bei der Red Dead Folge 9 hast du ein Pferd vernichtet. Da war ich mega enttäuscht von dir. Hä, ich habe ein Pferd vernichtet? Was? Moment, was? Ich habe ein Pferd vernichtet? Also ich glaube, ich weiß, was sie meint. Aber das war ein Unfall, Doris. Das war ein Unfall. Das Pferd war schon krank vorher. Nein, ich habe kein Pferd vernichtet. Das zweite Pferd, das du vernichtet hast, schreibst du, wie vernichtet. Ich habe noch nie ein Pferd vernichtet. Ich bitte dich. Ich bin ein großer Pferdefan. Ich mag Pferde sehr gern. Sonst würde ich doch keine Pferdespiele spielen. Denk doch mal nach. Kannst du bitte die Thundermanes, Vivian Zebra Mountain und Lynn Must Mystery Art grüßen? Ja, natürlich. Liebe Grüße an die Thundermanes, Vivian Zebra Mountain und Lynn Mystery Art. Kannst du bitte zurückschreiben? Nein, ich antworte dir hier in der Folge. Danke, Doris, für den Brief. So. Da kommt noch ein Brief von Doris. Opi, na, da sind wir sogar im Richtigen. Leider bin ich auf dem Server Winterstar. Ja, das dachte ich mir schon. Ich frage mich, warum du Graeme nicht verkaufst, wenn er dir nicht gefällt. Ganz einfach deswegen, weil die von Star Stable uns einfach total verarschen. Jetzt, bevor ihr die Messer zückt, lasst sie nochmal kurz stecken. Damit meine ich, dass ich es absolut eine Frechheit finde, dass wenn ich 1000 Starcoins für so ein Pferd ausgebe und es verkaufen will, dafür keine Starcoins zurückbekommen, sondern nur lächerliche, wenige Jorvik-Schillinge, von denen ich mir auch keine ansparen kann, weil das Limit 10.000 ist, was auch lächerlich wenig ist, weil ein einigermaßen gutes Item irgendwie 9.700 Starcoins kostet. Und das ist kompletter Schwachsinn. Und deswegen verkaufe ich auch keine Pferde, weil sich das null lohnt. Weil dafür kriege ich überhaupt nichts wieder. Pferde verkaufen ist so das Dümmste, was man machen kann eigentlich. Und ich finde es uferlos vom Star Stable Team und eine richtige Verarsche der Spieler, dass man dafür nicht zumindest die Hälfte wiederkriegt. Dass man sagt, ich kaufe ein Pferd für 1000 Starcoins und habe ja dafür schon Geld bezahlt, echtes Geld, ja. Und dann verkaufe ich es. Dann möchte ich dafür auch irgendwie, und wenn es nur 300 Starcoins sind, wieder haben, also sagen wir mal 30% oder sowas, ja. Das wäre einfach nur fair. Das wäre einfach nur fair. Aber sie machen es nicht und deswegen verkaufe ich kein Pferd. Schreibt mir mal ins Kommentarfeld, ob ihr da auch meiner Meinung seid, was das angeht. Wirst du dir ein englisches Vollbild kaufen? Wenn ja, welches? Ich weiß es noch nicht. Ich schätze mal, wenn ja, dann den fuchsfarbenen. Oder den braunen. Ich hoffe, du weißt, dass du Pferde auf die Pferdeinsel schicken kannst. Ja, weiß ich. Aber ich will mir nicht zwingend viel mehr Pferde kaufen. Ich wollte es fragen, weil dein Stall voll ist. Ja, liebe Doris, das weiß ich. Ja, danke Doris nochmal für den zweiten Brief. Da haben wir schon wieder Aneshka. Aneshka schreibt ja schon wieder, hey Peggy, ich bin so glücklich, dir Post zu schreiben. Hat sie das nicht schon mal geschrieben? Denn ich liebe deine Videos und du bist der Allerbeste. Eine Frage noch, kannst du mal eins von deinen neuen Pferden kaufen? Von den englischen Vollblütern. Das wäre so cool. Naja, wie auch immer. Eins noch. Du bist der Tollste. Liebe Grüße, Aneshka. Dankeschön, Aneshka. Das Problem ist dabei, ich kann ja hier nur das eine kaufen, weil ich ja noch nicht nach Epona kann. Von dem her habe ich dann noch gar nicht die Auswahl, ob das geht. Ja, also erst wenn das geht, kann ich auch dann die anderen kaufen. Also abwarten. Nicole Siesmisch schreibt, hallo, ich wollte mal fragen, ob du Lisa und Larissa grüßen kannst. Sie sind so mega Fans, wie ich mega Fans. Fans. Mach bitte weiter so, hör nicht auf oder ich sterbe. Und du bist böse, du hast das Pferd gehäutet. Ja, da kommen wir wieder auf die Red Dead Folge zurück, es tut mir so leid, aber das muss man auch mal machen in Red Dead. Das gehörte halt dazu, so war das früher im Wilden Westen. Und natürlich ganz liebe Grüße auch an Lisa und Larissa. Dankeschön, Nicole. So, Hilda Wolfberg schreibt, hallo Peggy, ich gucke mir deine Videos alle sehr gerne an und finde dich unheimlich lustig. Dankeschön. Darf ich dein Freund sein und darf ich mal bei den Videos mitreiten? Ja und ja, aber die Liste ist halt voll. Also wenn du Glück hast, einfach immer Einladungen schicken, manchmal ist da ein Platz drauf. Und natürlich darfst du bei den Videos mitreiten.
Also ihr braucht mich nicht fragen, wenn ihr mich seht. Ihr dürft einfach mitreiten. Ich mag es einfach nicht so gern, wenn ich dann aufnehme oder so und ständig Leute in mich reinlaufen, immer volle Kanne, dann wieder zurückgehen, dann wieder vorgehen, dann in mir steigen, wieder vorgehen, wieder zurückgehen. Das ist so ein bisschen, ja, ist nicht, auch nicht zwingend nervig. Mich nervt es eigentlich nicht, aber es ist für den Zuschauer ein bisschen doof. Also mitreiten darf jeder gerne, aber so ein bisschen zivilisiert verhalten ist natürlich schon toll. Würde mich über diesen Punkt sehr freuen und warte auf eine Antwort. Ja, Hilda, dann natürlich darfst du und das ist deine Antwort. Dankeschön. Gut, dann geht's weiter mit Helene. Helene Fischbritsch. Sie schreibt, hey, ich würde gerne, und schreibt es mit K, okay, dich als Freund bei SSO haben, wenn das geht. Deine liebe Helene. Ja, liebe Helene, die Freundesliste ist leider voll. Aber versuch's. Immer wenn du mich siehst, dann versuch's einfach. Dann wird das schon irgendwann klappen.